wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Eine neue Woche, ein neues Abenteuer. Wir sind jetzt heute Morgen von dem Stellplatz losgefahren und jetzt sind wir gerade in Manakou angekommen. Wollen hier einen kleinen Markt besichtigen, ein paar Einkäufe erledigen, denn es ist wieder Montag und das bedeutet Wocheneinkauf, Wasser auffüllen, Wasser abladen und noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wir versuchen das immer am Montag zu machen, sodass wir dann den Rest der Woche ganz entspannt irgendwo stehen können und jetzt auch nicht jeden Tag irgendwo hinfahren müssen. Aber jetzt sehen wir uns dann gleich in Manakou, hoffentlich auf einem schönen Markt. Da sind wir schon mal gespannt. Was machst du da hinten eigentlich? Pipi machen. Okay. Hello. Can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. So, wir haben uns jetzt gerade auf dem Markt regionalen Honig geholt, Rosmarinhonig. Da freue ich mich mal drauf, wie der schmecken wird. Und jetzt wollen wir frühstücken und dann noch einkaufen gehen. Draußen regnet es und deswegen sind wir hier gerade in so einen Laden geflüchtet. Und der ist mega, mega schön hier in Manakou. Und hier gibt es richtig viele schöne, wie nennt sich das? Geschirr, Pottery. Geflochtene Sachen. Und was ich euch mal zeigen wollte, die machen das hier. Schaut euch mal diesen riesen Esel einfach an. Ist der nicht krass? Und da sind auch noch so kleine Esel. Aber dieser riesen Esel, der ist doch echt heftig, oder? Richtig. Und das ist alles Handarbeit. Ja. Ja, wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, bevor es richtig doll angefangen hat zu regnen. Ja. Jetzt gibt es Frühstück und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Einkaufen wollten wir auch noch Wasser auffüllen und ja. Und wir wollen noch, eigentlich hier in Manakou, unsere Drohne abholen. Ja, genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ja. Die haben wir bestellt und jetzt müssen wir warten. Ja. Könnte schlimmer sein. Gut, dass wir unser Zuhause dabei haben. Wow, das ist eine Maschine, ne? So riesig, wir haben noch gar nicht so viel Platz im Bus. Oh je. Vielleicht geht's ja noch kleiner. Wieder zu Hause. Alles erledigt, aber das Paket haben wir noch nicht abgeholt aus Manakou. Das kommt hoffentlich morgen an. Und da es heute sowieso den ganzen Tag regnet, haben wir uns jetzt zu unserem neuen Stellplatz verzogen und haben uns vorhin noch so zwei schöne Barista-Tassen gekauft. Da bin ich mal ganz gespannt. Wir machen jetzt hier nämlich einfach eine schöne Kaffeezeit zu zweit und stehen hier direkt mit der Aussicht nach draußen. Also sieht ja bombenmäßig aus und wenn es nachher aufhört zu regnen, vielleicht zeigen wir dann noch mal ein bisschen Stellplatz. Ansonsten, glaube ich, legen wir uns heute einfach hier hin und machen es uns gemütlich. Und beobachten die Wellen, dass sie nicht zu hoch werden, nicht, dass wir einen abkriegen. Melli hat nämlich an jedem Stellplatz.
Was habe ich an jedem Stelltag? Ja, so einen besonderen Tick, dass du dir immer vorstellst, was passieren könnte im schlimmsten Fall. Ja. Das ist meine Gabe. Ja, das ist deine Gabe, genau. Ja, und hier ist wunderschön, aber Millie fürchtet eben den Tsunami. Ja. Hoffen wir mal, dass wir hier nichts abkriegen, ja? Okay. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows. And I guess you always seem to know. So, die Nachbarn. Nachbarn kommen rüber. Habt ihr schon eine E-Mail gekriegt? Nee, noch gar nichts von der Drohne. Leider ich hab das Cashew-Mousse gerade probiert. Und? Ist geil? Oh. Ja. Ist das Internet hier auch so schlecht? Hab ich noch nicht versucht. Hab's. Hey, Looney-Maus. Hallo. Wir haben gerade unsere neuen Gläser aus, unsere neuen Tassen ausprobiert. Was, ihr habt neue Tassen? Ja. Also beim Jysk. Haben wir uns geholt beim Jysk. Andere nennen es dänisches extra Bettenlager. Instagram, damit wir schöne Videos machen kann. Weil das auch super gut aussieht. Ja. Ich wollte nur sagen, also falls ihr morgen nach Monaco fahrt, dann wäre ich eventuell dabei. Willst du mitkommen, ja. Alles klar. Weil wir haben jetzt nochmal unsere Lampe gemessen. Und jetzt würden wir einfach nochmal den Lampenschirm messen. Ja. Und gucken, ob der da drüber. Der für 20 oder der für 90? Der für 20. Ja, okay. 25. Ja, okay. Ich habe mir verboten, den für 90 zu kaufen. Ja, so schlimm bin ich dann auch wieder nicht. Klar hättest du gekauft, wenn ich Ja gesagt hätte. Ja, wenn du Ja gesagt hättest. Ja, siehst du. Ja, so sieht's halt aus bei uns. Wir rasten halt echt immer aus beim Kochen. Wir versuchen immer einfach zu kochen, ohne viel abzuspülen. Aber irgendwie kriegen wir das einfach nicht so hin. Mhm. Was machen wir denn heute? Was gibt's denn Schönes? Vegane Tortilla. Boah, da habe ich auch richtig Bock drauf, ne? Mhm. Das Rezept, das teilen wir gerade auf Instagram, wenn ihr uns da folgt, kriegt ihr auch mehr von solchen Rezepten mit. Vielleicht müssen wir das auch mal auf YouTube machen. Mal schauen. Maybe. Ob die Leute da Bock drauf haben. Aber es gibt hier eine vegane Aioli. Hier haben wir schon die Masse. Dazu haben wir uns einen Tomaten-, Brokkoli- und Kichererbsensalat gemacht. Ja, und dann geht alles ab in die Pfanne. Und dann machen wir es uns gemütlich mit Netflix heute. Das erste Mal eigentlich so richtig, nee, das zweite Mal, seitdem wir unterwegs sind. Denn draußen hat es zwar ein bisschen aufgehört zu regnen, aber ja, es ist noch ein bisschen windig. Dann, ja, sage ich mal Tschüss für heute und morgen müssen wir nochmal nach Manacor, weil da holen wir die Drohne ab und dann freue ich mich schon, das erste Mal mit der Drohne zu fliegen. Ja, das zweite Mal. Das erste Mal bin ich schon die Drohne von Roberto geflogen. Ja, und dann freue ich mich auf morgen. Also, in diesem Sinne, hau rein. Oh. Das wird eine Riesentortilla. Ja gut, die Nachbarn wollen ja auch was abhaben, ne? Oh. Okay. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hallo. Ein neuer Tag. Und ja, die Sonne ist heute so schön aufgegangen. Das habe ich jetzt leider ein bisschen verpasst. Wir saßen nämlich gestern Abend noch spontan alle bei uns im Bus. Also, Chirpies und der kleine Ganove da vorne mit Laura. Und ja, es war richtig schön und deswegen habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Aber das schauen wir uns morgen nochmal an. Moin. Moin. Hi, Loni. Ja. Inspiriert vom Sonnenaufgang. Das war schön, ne? Ja, ich habe den ein bisschen verpasst. Aus dem Bett haben wir ihn gesehen. Ja, ich auch. Und bin dann nochmal weggenickt. Aber ist richtig schön. Then he kept walking on down the road. And I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote.
When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Gerade jetzt schon wieder angekommen. Wir sind schon wieder in Manacor. Wir holen nämlich heute Davids Drohne ab. Yes. Und wir haben gestern keine Datteln gekriegt, ne? Oh ja, die wollen wir auch noch. Die Medijor-Datteln. Und mit dabei ist heute Hi. Die Laura. Ich gehe jetzt hier erstmal pinkeln. Genau, und André hat sturmfrei, ne? Der muss arbeiten. André erwartet zu Hause, ja. Na gut, dann mal los, Mädels. Glaubst nicht, was Laura gefunden hat. Guck. Nein. Die weltbesten Datteln. Medijor. Die sehen so ein bisschen trocken aus. Boah, ich kauf gleich alle. Es kann jetzt echt ein bisschen viel Gemüse am Anfang sein, aber es ist halt auch das Schöne hier in diesen Ländern. Die Märkte. Und da wir ja sehr, sehr gerne essen und alles selbst kochen, lieben wir es natürlich, auf frischen Märkten zu sein. Und aber jetzt haben wir alles gekauft. Diese Medijol-Datteln für 11 Euro das Kilo. Und das sind echt die besten Datteln. Damit können wir so richtig, richtig leckere Sachen zaubern. Okay, Mädels, wie weit seid ihr? Fertig. Haben wir alles, was wir brauchen? Ja, nee, die Drohne fehlt noch. Oh, nee. Sehr gut. Das Wichtige kommt zum Schluss. Ne? So, wir haben den Amazon-Locker gefunden. Und zwar ist er hier in einem Geschäft drin. Ne? Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Öffner, Locker Nummer 2. Ja. Achtung. Und es ist. Tada! Oh, so praktisch, ey. Wow! Hallo, kleiner Mann. Mein Name steht drauf. Gesendet nach España. Ja, im letzten Video haben wir euch ja schon gezeigt, wo wir in Palma de Mallorca einen guten Kaffee getrunken haben. Und hier auf Mallorca gibt es wirklich eine kleine, aber sehr feine Specialty-Coffee-Szene. Und das Café da hinter mir, das gehört wohl auch dazu. Haben wir jetzt gerade entdeckt. Die Preise hier auf Mallorca sind für Kaffee überraschenderweise sehr, sehr günstig. Und die hier schenken sogar den Kaffee Mistral Coffee aus Palma de Mallorca aus. Und wir haben uns jetzt einen Flat White bestellt. Mit Hafermilch, zwei Flat Whites mit Hafermilch und ein Kaffee Latte auch mit Hafermilch. Da bin ich sehr gespannt, wie der Kaffee schmecken wird. Hey Laura, du machst so mit uns so eine kleine Specialty Coffee Tour hier durch Mallorca, ne? Ja, ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir auch gut. Und ich hoffe, da kommen auch noch einige Kaffees dazu, ne? Ja, jetzt haben wir erstmal nur diesen Mistral, der ist anscheinend hier bekannt, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich so die Sorte, die es hier gibt. Wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt sind wir wieder bei uns im Bus angekommen und schaut mal, was wir hier Schönes haben. Bin gerade hier am Auspacken. Das ist schon mal der Controller. App ist runtergeladen. Hier lädt jetzt gerade die Drohne. Draußen ist noch ein bisschen windig. Deswegen warten wir auch noch, das ist gut. Die muss eh voll geladen werden. Da muss auch noch der Controller geladen werden. Und dann können wir hoffentlich ganz bald rausgehen und ersten Testflug machen. We'll be right back.
Ja, die Drohnenaufnahmen sind, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden fürs erste Mal. Oder was meint ihr dazu? Ja, André und Roberto hatten mir da ganz schön viel Support gegeben und mir die ganzen Einstellungen gezeigt. Und dann sind wir halt einmal hier, ja, wie ihr es gesehen habt, einfach hier ein bisschen rumgeflogen. War schon ganz schön aufregend, muss ich euch sagen. So ein kleines Fluggerät und halt auch ja, knapp 500 Euro teures Gerät in der Luft zu haben. Es war auch ein bisschen windig, aber es war echt in Ordnung. Also ich habe mich dann mit den beiden sehr sicher gefühlt. Und wir werden jetzt heute, wir sind dankbare Ausrichter des letzten Abendmahles sozusagen. Denn Roberto und Jesse werden morgen den Stellplatz aller Voraussicht nach verlassen, werden weiterfahren. Und ja, Oscar, die Explorer und wir beide, wir bleiben noch ein bisschen hier. Und weil es gestern so gemütlich war, dürfen wir uns ja heute alle wieder hier zusammensetzen. Und ja, wir kochen was. Melli macht hier gerade Spaghetti und ja, die anderen steuern auch was bei und dann dürfte es, glaube ich, gleich soweit sein, ne? Ja, so langsam trudeln hier unsere Gäste ein. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum, wie sagte André so schön, zum letzten Abendmahl. Zum letzten Abendmahl. Ja, Luni hat auch Platz hier. Ja, aber nur auf dieser Insel, ne? Genau. Ja. Laura hat auch schon ihr Plätzchen gefunden. Jetzt warten wir noch auf den Master Director André. So, guck mal, was hier jeder aufgetischt hat. Hier gibt's Fajita Bowl. Da sind noch zwei leere Teller. Aber es ist wirklich wie ein Buffet. Hier gibt's ein Curry. Da würde ich gerne mal von kosten. Dann haben wir hier noch Reis. Melli hat hier so Vollkorn, One-Pot-Meal, krank, echt asiatisch, richtig ausgeflippt gerade schon wieder. Naja, und jetzt setzt sich einer da hinten hin und wir holen den Stuhl und setzen uns hier hin, oder? Endlich. Kurzer Sprung in den neuen Tag. Wir sind nämlich gestern spontan doch zurückgelaufen, weil uns das viel zu windig war. Konnten deswegen halt auch nicht vloggen, weil man hätte eh nichts verstanden. Es war richtig schön in Porto Colom, deswegen gehen wir heute jetzt nochmal hin. Diesmal mit Laura und André zusammen. Die wollen sich das nämlich auch nochmal anschauen. Und ja, Porto Colom ist eigentlich ein ganz kleines, süßes Städtchen mit etwas weniger wie 5000 Einwohnern. Und eine Freundin von uns hat uns heute geschrieben, dass sie vor knapp 23 Jahren auch hier war und es eigentlich genauso aussieht wie heute. Also, oder es immer noch so aussieht wie damals. So. Und also es hat wirklich viel, viel Charme und wir können euch das einfach nur empfehlen, dahin zu gehen. Wir werden heute noch mal ein bisschen weiter gehen wie gestern, ein bisschen mehr in die Stadtmitte, in die historische Altstadt und mal schauen, was für Eindrücke wir da mitsammeln können oder mit aufnehmen können. Ja, soweit. Bist du ready da hinten? Ja. Okay, dann holen wir noch die anderen zwei Experten und dann geht's los. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Feeling is all gone.
jetzt haben wir uns nochmal Porto Colom genauer angeguckt. Also es ist wirklich so traumhaft und wir werden bestimmt nochmal kommen. Und es ist alles noch sehr ruhig und so verträumt und ja, ist einfach sehr, sehr schön. So, und jetzt sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und ja, vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr solche Videos. Wenn ihr tägliche Stories von uns sehen wollt, dann abonniert uns doch auf Instagram. Das nehmen wir euch täglich nämlich mit. Und ja, über Kommentare würden wir uns natürlich auch freuen. Genau. Und dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. If I could take you back to